So, ich würde dann langsam starten wollen, da wir am Anfang auch einiges Technisches noch zu besprechen haben. Also erst einmal einen schönen guten Abend seitens der Grünen Landtagsfraktion. Das ist ein Webinar, das sich mit Sozialpolitik und Stadtentwicklung befasst. Deswegen ist mein Kollege Johannes Remmel mit in dieser Veranstaltung und mein Name ist Mehrdad Mostewisade. Gleich werden die Leute auch noch mal Gelegenheit haben, sich vorzustellen. Und wir haben auch Gäste eingeladen, die ich auch gleich vorstellen werde, aber vielleicht erst zur technischen Seite. Das ist rechts schon von Rebecca Joost in den Chat reingeschrieben worden. Also das ist eine moderierte Veranstaltung. Wir werden zunächst einmal drei Beiträge hören. Wer sich zu Wort melden möchte, der kann das durch das Handheben-Tool machen. Dann würde man zugeschaltet. Oder es besteht die Möglichkeit im Chat. Beiträge und Fragen auch reinzuschreiben. Das würden wir dann jeweils entweder nach den Beiträgen oder wenn es eine Diskussion ist, im Anschluss an die drei Beiträge dann auch diskutieren wollen. Dieses Webinar wird aufgezeichnet, aber diejenigen, die nicht, also die Zuhörenden jetzt und Zuschauenden sind nicht sichtbar. Also insofern keine Furcht, es ist auch keine Zustimmung. Notwendig, die Diskutierenden haben bereits zugestimmt, dass das möglich ist und dass dieses Webinar würde auf YouTube dann im Anschluss auch veröffentlicht und da kann man sich das nochmal ansehen. Aber diejenigen, die sich dann zu Wort melden müssen, eben auch dann geben dann quasi ihr Einverständnis dadurch, dass sie gesehen und gehört werden können. Das sage ich dann vorweg. Wer das nicht möchte, sollte dann im Chat was schreiben, dann würden wir das über diese Funktion beantworten wollen und können. Ja, mein Name ist Mehrdad Mostewisade. Ich bin Sprecher für Sozialpolitik, für Arbeit und Gesundheit und auch für Kommunalpolitik und nebenbei auch noch parlamentarischer Geschäftsführer und aber heute in erster Linie mit dem Thema Quartierspolitik hier unterwegs. Und wir haben zu Gast einmal Johannes Remmel ist nicht zu Gast, aber der ist Mitveranstalter oder auch einer der Hauptveranstalter der Veranstaltung. Der wird nach mir gleich eine Einführung machen zum Thema Wohnen. Und dann wird Dr. Michael Spörke sprechen. Er wird sich dann auch am Anfang seines Beitrages, wäre meine Bitte, dann auch nochmal vorstellen. Er ist vom Sozialverband Deutschland. Dann haben wir Frau Professorin Heike Köpter. Sie ist von der Hochschule für Gesundheit aus Bochum. Und im Anschluss daran wird Dr. Philine Giffon von der Technischen Universität Hamburg einen Beitrag machen und sie wird sich dann, oder Gaffron, Entschuldigung, dann auch sprechen. Genau. Vielleicht ganz kurz zur Einführung. Wir haben uns das so vorgestellt, dass zunächst diese Referate kommen und thematisch ist es so, was hat Sozialpolitik mit Stadtentwicklung zu tun? Furchtbar viel aus unserer Sicht. Denn wir sind der Meinung, dass in einer Stadt, in einem Ort, in einem Kiez, und so habe ich es auch diese Woche im Landtag genannt, alle Menschen gleichberechtigt zusammenleben können, sollen und auch gleichberechtigt sich dieses Umfeld gestalten können. Und dazu zählt aber auch, dass diese Menschen Zugangsmöglichkeiten haben, dass sie teilhaben können, dass sie am politischen Prozess teilhaben können und dass sie auch mit all ihren Stärken, Schwächen und Talenten eben sich auch in Politik, in Gestaltung und auch in Wohnen einmischen können. Und da sagen wir, ja, das muss doch auch möglich sein, aber das fängt in Nordrhein-Westfalen bei der Bauordnung an, die nicht behindertenfreundlich oder wo es Abstriche gegeben hat bei der Behindertenfreundlichkeit. Das geht über den Verkehr, der so gestaltet ist, dass vor allem Autos fahren können und Menschen, die Behinderung haben, zum Beispiel keinen Zugang haben, dass Kinder gefährdet sind. Es geht weiter über die Frage der gesundheitsfördernden Gestaltung, dass Menschen eben oftmals die schwächeren sozialen oder finanziellen Status haben, in Gebieten wohnen, wo die Lebenserwartung niedriger ist, weil die Umweltbedingungen schlechter sind. Und das wollen wir konzeptionell deutlich ändern. Da sind Themen wie Pflegepolitik von Belang, von Stadtentwicklungspolitik, aber auch viele andere Facetten. Deswegen freut es mich sehr, dass wir heute so kompetente Leute hier zusammengebracht haben. Und ich habe das im Vorgespräch auch gesagt, diese Veranstaltung soll auch alle ermuntern, sich in Politik einzumischen, in Stadtentwicklungspolitik einzumischen, Fragen zu stellen, zu beklagen, warum der ÖPNV so schlecht ist, warum nur 50% der Plätze überhaupt behindertengerecht zugänglich sind, warum so viele auch grün regierte Städte möglicherweise eben immer noch viele Sondereinrichtungen anbieten und eben nicht dafür sorgen, dass
Menschen jeder Herkunft und jeder auch Begabung in jedem Stadtteil wohnen können. Das sind so Fragen, die wir heute besprechen wollen. Und deswegen wäre ich mit meinem Part jetzt soweit zu Ende und würde an Johannes Remmel weitergeben, der eine spezielle Initiative in dem Zusammenhang, die wir gerade erarbeitet haben, auch vorstellen. Ja, auch von meiner Seite schönen guten Abend. Ich freue mich auf die Veranstaltung an der Schnittstelle Soziales, Stadtentwicklung und damit bin ich gleich auch mittendrin. Es wird ja aktuell diskutiert, Wohnen als neue soziale Frage. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann erkennt man sehr schnell, Wohnen ist eigentlich eine alte soziale Frage. Schon seit über 100 Jahren gibt es darüber eine Auseinandersetzung. Und wenn man ganz große Kreise zieht, dann stellt man fest, dass wir schon mal zumindest in der Verfassung weiter waren, als wir im Moment sind. In der Weimarer Republik war Wohnen Teil des individuellen Grundrechts, also auch mit individuellem Anspruch. Das sieht unser Grundgesetz nicht vor, aber es gibt eben eine Diskussion darüber. Und das, was auf Seiten der Inklusion schon als individuelles Recht auch aufgrund der UN-Behindertenkonvention diskutiert wird, fängt gerade an, im Bereich Wohnen wieder diskutiert zu werden. Das heißt, auch in dem Spannungsfeld, Stichwort Berliner Diskussion, Enteignung, öffentliches Wohnen mehr bereitzustellen, fehlt nicht die Klammer oben drüber, dass Wohnen ähnlich wie andere Grundrechte zur Grundausstattung gehören. Dazu haben wir ein Gutachten in Auftrag gegeben und in der Tat sieht es so aus, dass das auf Länderebene wahrscheinlich nicht möglich ist, das in die Verfassung zu schreiben. Es müsste eine bundesweite Diskussion geben. Aber wir sind da ganz hoffnungsfroh, zumal wir ja in einem anderen Bereich gerade durch ein Verfassungsgerichtsurteil in Sachen Klimaschutz erfahren haben, dass eine allgemeine Diskussion schon dazu führen kann, dass Staatszielbestimmungen auch in den Kanon der Grundrechte gehoben werden können. Und da gibt es einige Anknüpfungspunkte durchaus auch auf internationaler Ebene, wenn wir uns die Nachhaltigkeitsziele mal anschauen und die Vereinbarung dazu und diverse Beschlussfassungen auch auf UN-Ebene, aber eben auch eine historische Diskussion in Deutschland, die dann über das Reichssiedlungsgesetz, die Weimarer Verfassung, im Übrigen gibt es das Reichssiedlungsgesetz heute immer noch, auch wieder in aktuelle Diskussionen rund um die Frage münden, ist nicht eigentlich der soziale Zugang über die Verfügbarkeit, die Gemeinwohlverfügbarkeit über Grund und Boden der richtige Ansatz. Aktuell diskutieren wir öffentlich, dass die Energiepreise sozusagen sozial Auswirkungen auf die Frage Wohnen haben. Aber ich bin und wir sind der Meinung, dass die Frage, wer und wie über Grund und Boden verfügt und ob Kommunen vorsorgende gemeinwohlorientierte Boden- und Flächenpolitik betreiben können und damit auch sozialen Wohnungsbau befördern, Quartierentwicklung befördern können, indem sie über Flächen verfügen, die entscheidende Schlüsselstelle ist. Und deshalb werben wir sehr dafür, hier die Instrumente zu schärfen. Es gibt einige Kommunen, auch in Nordrhein-Westfalen, siehe Münster, die eine solche nachhaltige, sozial orientierte Bodenpolitik auch betreiben. Aber bundesweit lassen sich da sicherlich noch mehr kommunale Beispiele finden, die dann eben mit Instrumenten wie dem Grundsatz, dass neue Flächen nur dann ausgewiesen werden, wenn ein bestimmter Anteil auch an sozialem Wohnungsbau erfolgt, wenn die Hälfte mindestens der neu auszuweisenden Flächen auch im öffentlichen Besitz sind, die sehr stark mit dem Instrument des Erbbaurechts arbeiten, um den Boden und die Fläche im öffentlichen Eigentum zu halten. Das haben wir
in der Tat jetzt etwas konzentriert in einem Papier und untermauert durch das Gutachten und fände es gut, wenn das in der Diskussion auch eine Rolle spielen könnte. Also die große Gerechtigkeits- und soziale Frage im Zusammenhang mit Wohnen und Quartier spiegelt sich eben auch in der Frage, wer verfügt eigentlich über Grund und Boden? Und ist das der Einzelne, ist das Privateigentum oder gibt es da bei dieser knappen Ressource nicht auch den Anspruch, dass das Gemeinwohl da Priorität hat? Soweit von meiner Seite, freue mich auf eine spannende Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank. Und bevor ich gleich an Michael Spörke weitergebe, ist das auch nochmal der Hinweis, wir machen ja heute diese Veranstaltung im Rahmen der Reihe Grüne Sozialpolitik, also wo wir auch zeigen wollen, wo es eben Verknüpfungen zu anderen Politikfeldern auch gibt. Und deswegen ist das auch ein gutes Programm. Nächste Woche werden auch noch Veranstaltungen sein. Bitte entnehmt die Termine auch unserer Homepage. Das Stichwort Wohnen ist, glaube ich, eine gute Überleitung. Deswegen bitte ich Dr. Michael Spörke vom Sozialverband Deutschland, jetzt seinen Beitrag zu machen. Sehr gerne. Auch von mir nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin hoffentlich gut zu hören. Ja, gut. Wunderbar. Ja, wie gesagt, ich bin vom Sozialverband Deutschland, vom Landesverband Nordrhein-Westfalen und leite dort die Abteilung Sozialpolitik und Kommunales. Das Thema Quartier ist für uns als Sozialverband enorm wichtig, weil eben, wie vorhin ja schon auch anklang, hier geht vieles zusammen. Das ist quasi wie ein Knotenpunkt von ganz vielen Themen. Und ich habe meinen Vortrag so aufgebaut, dass ich ein bisschen darstellen will, was aus unserer Sicht zu einem Quartier der Zukunft gehört, was man da mitdenken muss, wo wir stehen und was passieren muss. Punkt 1 aus unserer Sicht beim Quartier der Zukunft ist ganz klar bezahlbarer Wohnraum. Ohne den gibt es kein Wohnquartier und damit auch eigentlich gar kein Quartier. Wir haben das Problem in Deutschland, dass wir einen Niedergang verzeichnen müssen seit vielen Jahren, Jahrzehnten letztlich, im sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau. Die Folge sind drastische Mietpreissteigerungen und ein Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Diese hohen Mieten sind nicht nur einfach ein Problem, weil sie hohe Mieten sind, sondern in der Folge bleibt vielen Menschen zu wenig Geld zum Leben über das Mietezahlen hinaus übrig. Folge ist, Wohnen ist zum Armutsrisiko geworden. Wir sind der Überzeugung, dass man die Wohnraumversorgung deswegen insbesondere, aber nicht nur, aber vor allen Dingen auch den Wohnraum für Menschen, die finanzschwächer sind, eben nicht dem Markt überlassen kann, wie man das von vielen Seiten hört, auch hier im Land, sondern Wohnraumversorgung ist eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsfürsorge. Das heißt, wir brauchen dringend, zwingend und möglichst schnell eine Belebung des sozialen Wohnungsbaus und der Gemeinnützigkeit im Wohnen. Deswegen ist es gut, dass im Bund da jetzt die Initiative kommen soll. Sie ist ja angekündigt. Es wäre sehr wichtig, dass das Land hier entsprechend diesen Impuls vom Bund fördert und pusht, damit das auch wirklich so passiert, weil wir brauchen zwingend sozialen Wohnungsbau. Dieser braucht ausreichende Fördermittel, aber wir brauchen eben auch vor allen Dingen die neuen Bauträger, eben die sozialen Bauträger, die eben dem Gemeinwohl verpflichtet sind und nicht dem Profit. Daran mangelt es. Wir haben ja gerade hier im Land viele Fördermittel zum Bauen. Es nützt aber nichts, wenn die in Kanäle fließen, wo eben das Ziel nachher nicht sozialer Wohnungsbau im eigentlichen Sinne ist. Dazu gehört auch ganz klar, dass in der Landespolitik die Priorität auch sein muss beim sozialen Wohnungsbau und weniger bei der Eigentumsförderung. Auch hier haben wir in den letzten Jahren eine Schieflage aus unserer Sicht, die verändert werden muss hin zum sozialen Wohnungsbau. Weitere Maßnahmen, die aus unserer Sicht hier greifen müssen, ist, dass die Miet- und Belegungsbindung von Sozialwohnungen deutlich verlängert werden muss. Dann das Bodenthema hatten wir schon.
eben gerade. Es ist ganz wichtig, dass es ein kommunales Vorverkaufsrecht gibt für bebaute Grundstücke und dass es auch stärker genutzt werden kann, um soziales Wohnen nutzbar zu machen. Und aus unserer Sicht wäre auch ein Landesprogramm gut, um den Ankauf von Wohnungen in Regierungsbindung zu fördern. Dass die Mietpreisbremse fortentwickelt werden muss, ist auch klar. Das heißt, Ausnahmeregeln, die dann noch bestehen, sollten zwingend aufgehoben werden. Aber man muss auch sehen, um dazu zu kommen, dass Mieten wieder bezahlbarer sind, brauchen wir auch neue Instrumente, damit sich Mietpreise an der Einkommenshöhe orientieren. Das Ziel muss sein, dass Mietbelastungen nicht höher sind als 30% des Einkommens, damit auch geringe Einkommen hier mithalten können. Neben dem bezahlbaren Wohnraum, das ist auch eben schon angesprochen worden, ist für uns als SOVD aber auch ganz wichtig, dass dieser Wohnraum auch barrierefrei ist. Hier hat das Land wichtige Instrumente dafür zu sorgen, dass wir barrierefreien Wohnraum kriegen. Stand ist aber, dass diese Instrumente aus unserer Sicht bei Weitem nicht im notwendigen Maße genutzt werden. Im Gegenteil, man verwäscht hier auch Dinge kontraproduktiverweise. Im Ergebnis haben wir im Land viel zu wenig barrierefreien Wohnraum. Den bräuchte man im Quartier der Zukunft, nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern auch für ältere Menschen zum Beispiel. Daran mangelt es. Und im Gegensatz zu dem, was die Landesregierung sagt, ist eben die Landesbauordnung NRW kein Schritt für mehr barrierefreie Wohnungen, sondern hier wurden Regeln verwaschen und wichtige DIN-Normen, die barrierefreies Bauen vorschreiben, auch nicht in dem Maße eingeführt, wie es hätte sein müssen. Ich gebe nur das Stichwort Menschen mit Sinnesbehinderung. Sie alle wissen, dass gerade ältere Menschen auch öfter Probleme haben mit dem Hören und Sehen. Die Bedarfe von Sinnesbehinderten sind bei den eingeführten Normen im Land NRW bisher so gut wie nicht berücksichtigt. Erschreckend ist, dass selbst im geförderten Wohnungsbau in NRW es keine umfassende Barrierefreiheit gibt. Das heißt, das Land gibt Fördergelder, um sozialen Wohnraum zu fördern. Und nicht mal dieser ist im notwendigen Maße barrierefrei. Hier ist also sowohl für den geförderten als auch für den freien Wohnungsbau dringend erforderlich, dass die entsprechenden DIN-Normen auch umfassend eingeführt werden, damit wir auch wirklich barrierefreien Wohnraum im Quartier kriegen können. Und im Wohnungsbestand, das ist das andere ganz, ganz dicke Brett, ganz, ganz wichtig, weil die meisten Wohnungen, die wir haben und haben werden, sind die Bestandswohnungen, muss ein Abbau von Barrieren erfolgen. Hier braucht es viel mehr Förderung und Unterstützung, damit Besitzer auch entsprechend tätig werden können und barrierefreien Wohnraum schaffen. Nächster Punkt, neben dem Wohnen, sind quartiersnahe barrierefreie Angebote zur gesundheitlichen Vorsorge, aber generell auch zur Deckung der allgemeinen Lebensbedarfe. Wir brauchen im Quartier Geschäfte des täglichen Bedarfs, wir brauchen ärztliche Versorgung, wir brauchen öffentliche Aufenthaltsplätze, wir brauchen den Stadtämter möglichst quartiersnah, barrierefrei auffindbar, zugänglich und nutzbar. Hier sind wir in NRW je nach Städten und Kommunen mehr oder weniger weit oder eben nicht weit. Was fehlt im Land, ist eine von Land und Kommunen gemeinsam vollzogene Feststellung von Barrieren im Land und deren sukzessive Beseitigung. Hier braucht es eine landesrechtliche verbindliche Regelung, damit ein Plan erfolgt, wie man diesen Bestand systematisch barrierefrei machen will, damit Menschen auch in ihrem Quartier überall hinkommen, wo sie hinkommen wollen. Zweiter Punkt ist, Digitalisierung wird immer wichtiger. Wir merken es ja auch heute. Aber allzu oft sind Informations- und Kommunikationsangebote von öffentlichen Trägern eben auch nicht barrierefrei. Und
Auch da braucht es Vorgaben, damit sowohl von öffentlichen Trägern, aber auch von privaten Anbietern digitale Informations- und Kommunikationsangebote für alle zugänglich und nutzbar sind. Auch das gehört für uns zum Quartier der Zukunft. Nächster ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir an Menschen mit Behinderung, chronisch krank, aber auch ältere Menschen denken, zum Quartier der Zukunft gehört zwingend, dass dort ambulante Pflege- und Unterstützungsangebote vorhanden sind. Das heißt Pflegeberatung, aber auch Pflegeangebote. Nicht erst Corona hat uns gezeigt, wie fragil in NRW die ambulante Unterstützung in diesem Bereich ist. Wenn die Landesregierung hier Probleme lösen will, wie zum Beispiel beim Thema Kurzzeitpflege, indem man jetzt eben dauerhaft erlaubt hat, dass Doppelzimmer in der Kurzzeitpflege eben sein dürfen, dann ist es der falsche Weg. Wir dürfen hier nicht Standards senken, sondern wir müssen zu einer qualitätsvollen Pflege kommen und die eben ortsnah im Quartier für alle Menschen. Nächster Punkt, auch ganz wichtig, barrierefreier, bezahlbarer ÖPNV, damit ich im Quartier und vom Quartier zum nächsten auch kommen kann, und zwar eben auch jeder. Rein theoretisch hätte es bis zum 1.1. diesen Jahres nicht nur in NRW, sondern deutschlandweit der ÖPNV flächendeckend barrierefrei sein müssen. Keine Überraschung, wenn ich jetzt sage, ja, es ist nicht. Fehlende Lifte, zu hohe Einstiegshöhen, fehlende Hilfen für Sehbehinderte sind im ÖPNV leider immer noch Standard. Hier müssen die örtlichen und regionalen Nahverkehrsträger gemeinsam handeln, unterstützt von Land und Bund, damit hier endlich auch diese nun ja überaltete Vorgabe bis im Nachhinein zeitnah erfüllt wird und wir nicht noch Jahrzehnte dauern warten müssen, bis wir so ein ÖPNV haben, der ja im Übrigen auch vor dem Hintergrund der Klimakrise von enormer Bedeutung ist. Letzter Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, auf den ich hinweisen will, all das, was ich gerade hier im Schnelldurchlauf skizziert habe, kostet viel Geld. Aus unserer festen Überzeugung müssen Land und insbesondere auch die Kommunen in Nordrhein-Westfalen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge umfassend erfüllen zu können und notwendige Verbesserungen herbeiführen zu können. Um das hinzubekommen, verweisen wir immer und sehr entschieden auf den Verfassungsgrundsatz der Sozialpflichtigkeit von Eigentum. Mit anderen Worten, wir fordern, dass Unternehmensgewinne und privater Eigentums- und Vermögensreichtum konsequent nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit progressiv besteuert werden muss. Gerade auch für ein Land wie NRW wäre eine ergiebige Vermögensteuer, die eine Ländersteuer wäre, enorm wichtig. Wir fordern diese Wiedereinführung schon sehr, sehr, sehr lange und sie ist nötiger denn je, um das Geld zu bekommen, um all diese Maßnahmen auch durchführen zu können. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Dr. Michael Spörke vom Sozialverband Deutschland. Das war, glaube ich, ein spannender Ritt durch die sozialpolitischen Forderungen des Verbandes. Ich habe jetzt im Chat zwei Hinweise gesehen, die ich jetzt aber erstmal so stehen lassen würde. Also einmal der Hinweis, dass man auch Wohnungen über die Pflegeversicherung umbauen kann. Das ist richtig. Und der zweite Hinweis, da geht es, das glaube ich, in Diskussion. Diskussionsbeitrag, da geht es um das Thema Genossenschaften und Eigentumsbildung. Da würde ich vorschlagen, dass wir das jetzt dann in die Diskussionsrunde dann auch nach den Beiträgen vielleicht reinpacken. Auch ehrlich gesagt, Michael, vielleicht den einen Punkt erlaube ich mir dann. Im Wahlkampf war ja das Thema Erbschaftssteuer von hoher Bedeutung. Das hätte mir natürlich schon als Landespolitiker gut gefallen, wenn wir für Nordrhein-Westfalen 1 oder 2 Milliarden Euro dann hätten haben können. Da hätten wir viel Spielraum gehabt. Aber erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Fragen sehe ich jetzt erstmal nicht und deswegen würde ich gerne auch weitergeben an Frau Professorin Heike Köckler von der Hochschule für Gesundheit in Bochum. Und Sie würde ich auch vielleicht einleitend fragen wollen, Sie kommen ja aus Bochum, haben Sie vielleicht Beispiele im Umfeld, wie ein gutes Quartier aussehen könnte? Und was sind auch Ihre Erwartungen an die Landesregierung? Was muss gestaltet werden und umgestaltet werden für ein funktionierendes Quartier, wie Sie es vor Augen haben? Vielen Dank auch, dass Sie da sind.
Ja, danke, Herr Moussoufizadeh. Vielleicht ganz kurz zu meinem Hintergrund. Wir sollten uns ja auch kurz vorstellen, und das erklärt dann schon ein bisschen auch meinen Angang. Ich bin Raumplanerin von der Ausbildung her. Ich habe in Dortmund Raumplanung studiert, bin also Diplom-Ingenieurin und jetzt aber an der Hochschule für Gesundheit im Department of Community Health und habe da die Professur für Sozialraum und Gesundheit. Und das zeigt eigentlich schon das, was ich hier, und deshalb finde ich das Format heute auch ganz spannend, gerne nochmal deutlich machen möchte, dass Stadtentwicklung und Gesundheit und Soziales einfach zwingend zusammengehören. Also wir können gesunde Städte entwickeln und bauen und wir können aber auch krankmachende Städte bauen und entwickeln. Also so wie Herr Remmel gerade gesagt hat, das Wohnen ist schon lange eine soziale Frage, ist eigentlich die Stadt auch schon immer eine Gesundheitsfrage. Also da gibt es ganz wunderbare Abhandlungen zu, wie gerade Hygienika ist ja gerade auch wieder ein großes Thema, ganz maßgebliche Beiträge zu Ver- und Entsorgung in Städten, zur Einführung von Entwässerungssystemen und Ähnlichem geleistet haben. Also Stadt und Gesundheit gehören einfach ganz zwingend und auch ganz eng zusammen. Wir wissen, und das gilt nicht nur fürs Ruhrgebiet, wo ich ja in der Hochschule verortet bin, sondern auch für andere Städte, dass wir innerhalb einer Stadt deutliche Unterschiede in der Lebenserwartung haben, bis zu 8 Jahre, die sich eben nicht im Verhalten der Menschen erklären lassen. Das ist immer ein sehr naheliegender Angang zu sagen, naja, bewegt euch mehr, ernährt euch gesünder und dann werdet ihr auch älter. Das ist es nicht. Das wäre sozusagen meine Hauptnachricht und auch meine Hauptforderung eigentlich an die hier tätigen oder anwesenden PolitikerInnen auf Bundes- und lokaler und natürlich auch Landesebene. Wir können die Verhältnisse für das Verhalten schaffen, so argumentieren wir immer. Also Verhältnisse, in denen jeder und jede unabhängig von all den Punkten, die auch gerade schon angesprochen wurden, die Möglichkeit hat, gesund zu leben. Also wir haben noch andere Ungerechtigkeiten, auf die ich jetzt gar nicht alle hinweisen möchte, aber ein Beispiel, was im Ruhrgebiet auch sehr vehement ist, alle kennen die A40, sie funktioniert leider immens gut als Sozialäquator nach wie vor. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber wenn wir uns die Übergangsquoten von Schulkindern zum Gymnasium anschauen, wissen wir, dass es viele Stadtteile im Süden des Ruhrgebiets gibt, wo 9 von 10 Kindern aufs Gymnasium gehen. Wir kennen mehrere Stadtteile nördlich der A40, wo vielleicht 1 von 10 Kindern zum Gymnasium geht. Und das hat viel mit Bildungsgerechtigkeit, Teilhabe, aber auch von Stadtentwicklung zu tun, weil wer wohnt an welchen Teilen der Stadt, welches Sozialkapital ist vorhanden, welche Rollenbilder habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, mich als Individuum dort auch zu entwickeln. Und das finde ich einfach ganz wichtige Fakten, die wir einfach betrachten müssen. Sie haben mich gerade gefragt, ob es gute Beispiele gibt, natürlich, und von denen sollen und wollen wir lernen und die sollen und wollen wir weiterentwickeln. Das Wichtige ist, wo immer wir heute planen oder etwas entwickeln, wir planen immer im Bestand. Also ich finde es gut, dass Herr Spörker auch den Neubau angesprochen hat. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber der Großteil der Städte und auch des ländlichen Raums ist gebaut. Wir haben natürlich Bautätigkeit. Das ist aber endlich auch aus guten Gründen, die ich glaube, ich hier bei den Grünen nicht nochmal erklären muss. Also dass wir vor allem im Bestand entwickeln müssen. Und deshalb sind Programme wie das Bund, Länder und auch kommunale Programme, soziale Stadt oder jetzt sozialer Zusammenhalt von ganz großer Bedeutung, weil sie den Augenmerk baulich auf Quartiere legen, die eben von einem, wie so wunderbar es heißt, besonderen Erneuerungsbedarf geprägt sind. Also da gibt es eigentlich einfach manche Schieflagen, das sind die Quartiere, wo eben 9 von 10 Kindern nicht aufs Gymnasium gehen. Und dort gibt es Möglichkeiten, eben auch Gesundheit zu fördern über ganz, ganz konkrete Maßnahmen. Ich selber habe die Möglichkeit, sehr eng mit der Stadt Bochum in dem Programm Soziale Stadt in der Stadt Wattenscheid oder dem Stadtteil Bochum-Wattenscheid zusammenzuarbeiten. Die Wattenscheider sehen sich immer noch gerne als unabhängig, aber formal gehören sie natürlich zu Bochum. Und dort passieren ganz viele Dinge, weil von Anfang an die Stadtverwaltung mit dem Gesundheitsamt gemeinsam dieses Programmgebiet unter das Motto Gesundheit gestellt hat. Und da passieren ganz spannende Dinge. Also die vielen Millionen, die von Bund und Land kommen, räumlich umzugestalten, werden durch weitere Maßnahmen in Wert gesetzt. Also wir haben zum Beispiel gemeinsam gefördert von einer Krankenkasse ein Projekt, wo die Sportvereine Bewegungsangebote auf den städtebaulich neu gestalteten Flächen machen, die eben auch Gruppen erreichen sollen, die klassischerweise in der deutschen Sportvereinslandschaft nicht alle vertreten sind, weil wir haben überall Selektionsmechanismen. Also
Zugangsbarrieren für Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen. Das kann an einer körperlichen Behinderung liegen. Nicht alle Sportvereine sind wirklich so offen und inklusiv, dass Menschen mit einer Behinderung dabei sein kann. Es kann aber auch zu kulturellen Barrieren kommen. Menschen, die geflüchtet vielleicht sind, noch nicht so lange in Deutschland sind, verstehen einfach die deutsche Vereinsmeierei noch nicht und haben da noch nicht so den Zugang gefunden. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Gründe und Sport hat einfach eine große integrative Kraft, wird in Quartieren gelebt und das ist etwas, was wir mit diesem Projekt Fit in Watt einfach auch nochmal auf neue Wege und neue Bahnen lenken wollen, eben mit Akteuren vor Ort. Und diese Quartiere haben da einfach ein sehr, sehr großes Potenzial an sehr unterschiedlichen Akteuren. Was ich betonen möchte oder was ein Leitbild ist, was ich als Planerin von den GesundheitswissenschaftlerInnen gelernt habe, ist der Ansatz, dass wir Gesundheit eigentlich in allen Politikfeldern betreiben. Das sagt die Weltgesundheitsorganisation auf Neudeutsch so schön, Health in all policies. Also Gesundheit gehört in alle Politikfelder. Und da kann ich natürlich am besten über die Stadtentwicklung, und das passt ja heute auch ganz gut, reden. Und wir haben eigentlich eine wunderbare Grundlage, auch wenn man nicht so gerne in Gesetze guckt. Das Baugesetzbuch Paragraph 1, also man sollte eigentlich mal eine Ode an den Paragraphen 1 des BauGB schreiben, vielleicht mache ich das irgendwann mal. Wir haben die sozialgerechte Bodennutzung, wir haben den Belang der Gesundheit. Es ist vieles da, es muss nur umgesetzt und gelebt werden. Und ich würde eigentlich auch allen da ein bisschen Rechtssicherheit wünschen, das auch einzufordern, auch gerade im kommunalen Kontext, weil das Baugesetzbuch natürlich ganz klare Vorgaben für Bauleitplanung, Flächennutzungsplan macht und man dort wirklich auch die sozialgerechte Bodennutzung mit all den anderen Belangen einbringen kann und man kommunal dort auch klare Ziele formulieren kann, die dann in so einer Bauleit- oder in einer baulichen, in einer Abwägung im Rahmen eines Planungsverfahrens eben auch zu berücksichtigen sind. Und Wohnen ist natürlich ein ganz zentraler Punkt, wo es, ja, ich glaube, noch vor 10, 15 Jahren die Diskussion gab, ist das eigentlich noch ein Thema der Daseinsvorsorge? Ich würde ganz klar sagen, ja. Da wurde jetzt auch schon sehr, sehr viel zu gesagt. Da könnte ich mich gern auch noch in der Diskussion zu positionieren. Wenn wir das Thema Wohnen und sozialgerechte Bodennutzung betrachten, und gerade ist Münster als positives Beispiel genannt worden, würde ich sagen, ja, aber in Münster ist es sehr, sehr schwierig, Wohnraum zu erwerben oder auch zur Miete zu wohnen, weil die Mieten einfach unendlich teuer sind. Und ein hochgelobtes Beispiel ist die Münchner Mischung, die wirklich gut ist, weil sie sich an der sozialgerechten Bodennutzung orientiert. Und Münster lernt von München mit 30% sozialer Wohnungsbau, 30% eher bezahlbarer Wohnungsbau und 30%, sage ich jetzt mal, Luxuswohnen, damit das Stadtsäckel auch voll wird. Aber wir haben uns München genauer angeguckt und nicht selten ist der Lärmriegel, der sozusagen die stark befahrene Straße von der Bebauung dahinter abdeckt, eben dann doch der soziale Wohnungsbau. Und das wäre sicherlich etwas, was man auch kritisch hinterfragen kann. Und da sind wir bei einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt und was auch mit einem Wunsch oder einer Forderung an die Landesebene verbunden ist. Das ist das Thema der umweltbezogenen Ungerechtigkeiten. Also wir haben viele Situationen, insbesondere in den Städten, aber teilweise auch in ländlichen Regionen, wo wir Menschen, die wir an bestimmten Merkmalen festmachen können, sei es die Einkommenssituation, sei es aber auch eine Migrationsgeschichte, weshalb derer sie auf dem Wohnungsmarkt trotz hohem Einkommen, trotz guter Bildung nicht frei wählen können, wo sie wohnen, dass sie einer stärkeren Umweltbelastung ausgesetzt sind, Luftbelastung, Lärmbelastung oder Ähnliches, was sich niederschlägt in Lebenserwartung, was sich niederschlägt in Gesundheit und was sich auch niederschlägt in Vorerkrankungen. Wir sind da leider in Deutschland nach wie vor ein wenig blind. Wenn ich mit unseren US-amerikanischen Kolleginnen darüber diskutiere, ist es zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie ganz selbstverständlich, dass es diesbezügliche Daten gibt. Es gab sehr früh sehr gute Studien von der Uni Harvard, die nachgewiesen haben, dass Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, nicht aufgrund des Einkommens, nicht aufgrund der Bildung, eine starke Vorbelastung haben und deshalb Vorerkrankungen beispielsweise im Atemwegsbereich haben und deshalb schwerere Krankheitsverläufe auch unter der Corona-Pandemie haben. Und das ist einfach, wir sagen immer wieder, Corona ist ein Brennglas. Also es ist ein Thema, da könnte ich gerne nachher in der Diskussion noch mehr zu sagen. Da sind wir einfach noch zu blind. Das RKI gibt uns keine migrationsbezogenen Daten in der Corona-Pandemie, weil unser Pandemiegesetz es nicht hergibt. Und ich kann dazu nicht forschen und dazu nicht die Faktenlage schaffen. Und das wäre vielleicht auch ein Wunsch an die Landesregierung, das zu verbessern, dass wir Dinge auch überhaupt erstmal beobachten können, um sie zu verstehen und dieses überaus wichtige Thema
nicht den Falschen überlassen, die da ja sehr schnell mit vorschnellen Urteilen, die wieder auf das Verhalten abzielen, argumentieren und nicht über die Strukturen und die Verhältnisse bekommen. Es gab mal einen Koalitionsvertrag, in dem ein Masterplan Umwelt und Gesundheit stand, wo ich mir als Planerin gedacht habe, super, das Land NRW, jetzt gibt es landesplanerische Vorgaben zu umweltbezogener Gerechtigkeit, wo wir klar die Kommunen, sage ich mal, aus dieser Falle und gerade im Ruhrgebiet ist es ja stark ausgeprägt, im Kirchturmdenken rausholen, wo wir gute Erfahrungen haben, wie mit dem Abstandslast NRW, mit dem Einzelhandelserlass NRW, wo wir auf Landesebene klare Vorgaben gegeben haben. Und da ist leider nicht so viel passiert, wie ich mir hätte wünschen können. Und aktuell ist es nicht, auch noch nicht mal mehr ein Masterplan. Ich muss nachlesen, es heißt jetzt gemeinsam für Umwelt und Gesundheit. Selbst den planerischen Anspruch hat man aufgegeben. Und das würde ich mir wünschen, dass das in Zukunft wieder anders wird. Was ich mir auch wünsche vom Land wäre ein Wohnraumprogramm. Das ist gerade schon mehrfach genannt worden, aber eben ein Wohnraumprogramm, was Inklusionsaspekte berücksichtigt, also Barrierearmut, aber eben auch die Umweltsituation. Also dass wir nicht die Situation haben, dass der soziale Wohnungsbau den Lärmriegel für das privilegierte Wohnen liefert. Weil wir haben Einfallstraßen in den Städten. Das bleibt nach wie vor eine sehr große Herausforderung. Und damit verbunden ist dann eben auch die ganz klare Forderung nach einer Mobilitätswende. Ich vermute, dass Philine Gaffron dazu noch viel mehr sagen wird. Deshalb mache ich das mal ganz, ganz kurz. Aber eine Verkehrswende ist auch aus einer Gesundheitsperspektive ein ganz zentrales Momentum, weil wir Luft- und Lärmbelastung reduzieren, gerade an den Orten, wo eine starke Belastung ist. Wir wissen, dass die Menschen, die an den Einfallstraßen wohnen, häufig selber gar nicht Verursacher sind, wenn wir das Verursacherprinzip nachdenken, weil sie häufig kein Auto haben, A, weil sie verkehrsgünstig wohnen, ja, aber B, auch, weil sie teilweise nicht das Einkommen haben, um selber automobil zu sein. Über die gesamte ökonomischen Kosten des Verkehrs lasse ich mich jetzt nicht aus. Einen weiteren Punkt möchte ich gerne noch abschließend anmerken, das ist nochmal so ein bisschen ein Sprung. Also wir haben einmal die baulichen Verhältnisse, die es schaffen, gesund und auch gesund und gerecht, je nach unterschiedlichen Startchancen aufzuwachsen, groß zu werden und auch alt zu werden. Und wir brauchen aber auch innovative Konzepte der gesundheitlichen Versorgung. Das ist ja heute auch ein Thema dieses Abends. Und auch da möchte ich nochmal den Blick nach Wattenscheid lenken, wo wir seit längerem versuchen, so etwas wie einen Gesundheitskiosk aufzubauen. Das ist ja etwas, was mittlerweile schon eine gewisse Berühmtheit erlangt hat. Also in Hamburg kann Philine Gaffron vielleicht auch kurz einen Schwenk drauf nehmen oder auch nicht. Aber in Hamburg gibt es in Billstedt und Horn einen Gesundheitskiosk, wo man hingehen kann. Er ist in einem Quartier, wo eben auch Menschen sind, die vielleicht sich im Gesundheitssystem nicht so gut zurechtfinden, die nicht den Pilates-Kurs besuchen, die nicht wissen, wie sie ihre Reha-Maßnahme beantragen, die nicht zweimal im Jahr in den Urlaub fahren und sich dort erholen, sondern da eine Beratung mit Lotsenfunktion, aber auch Kenntnis über Fördermöglichkeiten und Unterstützungsbedarfe bekommen. Wir versuchen so etwas in Bochum-Wattenscheid aufzubauen, weil wir sehen, dass Wattenscheider Bevölkerung in all diesen Gesundheitsuntersuchungen, in der Gesundheitsberichterstattung mit verschiedenen Krankheitsbildern im Vergleich zum Rest der Stadt auffälliger ist und dort eben auch mehr Unterstützung braucht. Es gibt mittlerweile gute Beispiele. Aachen hat angefangen, Köln-Korweiler hat einen Gesundheitskiosk. Also da sehe ich Bewegung. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene macht da was möglich. Und ich würde das mehr als begrüßen, wenn das Land das auch unterstützt. Nächste Woche Dienstag ist eine Anhörung im Landtag für einen Entwurf der SPD, die verlangt, das Gemeindeschwester-Plus-Modell aus Rheinland-Pfalz auch in NRW einzuführen. Ich wünsche mir, dass es nicht Gemeindeschwester heißt, da könnten wir auch noch drüber diskutieren. Aber das Prinzip, dass wir Menschen unterstützen, möglichst lange in ihrem Sozialraum begleitet, unterstützt, gestärkt, versorgt zu werden und dort zu wohnen, ist einfach etwas, was man auch auf Landesebene sehr, sehr gut unterstützen kann. Damit würde ich es als Input erstmal kurz lassen. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Köppler. Das Letzte provoziert mich natürlich ungemein und im Koalitionsvertrag hat es zum Glück auf Bundesebene ja das Stichwort Community Health Nursing dann auch geschafft und nicht die Gemeindeschwester, was mich fachlich natürlich auch besonders begeistert und da bin ich auch sehr gespannt, was sich da abspielt, weil da glaube ich, einer der fundiertesten Teile des Koalitionsvertrages durchaus zu lesen ist. Bin sehr gespannt. Aber diskutieren wollen wir ja gleich. Jetzt Philine Gaffron, die sich, ich würde mal sagen, mit dem Stichwort 15 Minuten statt und was so ein Quartier eben auch ausmachen soll und was für Qualitäten
so ein Quartier auch haben will. Ich bin Frau Dr. Köppe ausdrücklich dankbar, dass er auch das Thema Verkehr mit einbezogen hat, weil mir das, also gerade in den Gesundheitsdiskussionen, oftmals zu kurz kommt, als einer der wichtigen Einflussfaktoren ja, von Stadtgestaltung oder auch eben Nichtgestaltung und von Verhinderung. Deswegen, Frau Dr. Gaffron, würde ich Sie jetzt bitten, Ihren Beitrag zu machen. Ja, danke schön, Herr Mustavisadeh. Genau, das Thema 15 Minuten Stadt und auch das Thema Interdisziplinarität liegen mir beide am Herzen, denn im Prinzip ist es so, also ich bin an der Technischen Uni hier in Hamburg, ich bin am Institut für Verkehrsplanung und Logistik und bin dort als Oberingenieurin, bin aber studierte Ökologin. Und insofern, vielleicht nicht nur deswegen, habe ich eben immer auch den systemischen Blick und gucke eben auch sehr viel aus der Umweltperspektive. Und einer der ersten Ökologen überhaupt, bevor es dieses Konzept, glaube ich, gab im 19. Jahrhundert, hat gesagt, sobald wir etwas für sich betrachtet, für sich genommen betrachtet wollen, stellen wir fest, dass alles mit allem zusammenhängt, um das einmal kurz zu paraphrasieren. Und genauso ist es natürlich im Bereich Mobilität. Wir haben das gerade schon gemerkt. Also Herr Spörker hat das Thema Verkehr erwähnt, Frau Köckler natürlich auch. Und genauso, wenn man über das Thema Mobilität und Verkehr nachdenkt, dann kommt man zu den Gesundheitsthemen, dann kommt man zu den Umweltthemen, den Klimathemen, den sozialen Themen, den Wirtschaftsthemen. Also im Endeffekt ist es, ja, gibt es ja überall diese Schnittstellen und Berührungspunkte. Das Thema 15 Minuten Stadt noch mal ganz kurz. Ist eigentlich vielleicht eine kleine Weiterentwicklung des Konzepts der Stadt der kurzen Wege, was ja auch in der Stadt- und Verkehrsplanung durchaus schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt ist. Die Idee ist, dass man Alltagsziele innerhalb von 15 Minuten im Umweltverbund erreichen kann. Also eben mit zu Fuß, mit dem Rad und mit dem öffentlichen Personennahverkehr in seiner mittlerweile wahrscheinlich auch schon etwas ausgebauten Variante mit allem, was an Sharing und ähnlichen ergänzenden Diensten vorhanden ist, da dabei ist. Das heißt also, in der Vergangenheit haben wir es eigentlich hauptsächlich geschafft, immer mehr Raum zu überwinden, weil wir immer schneller geworden sind und dabei aber genau das Gleiche zu schaffen wie vorher, zu arbeiten, einzukaufen, zur Schule zu gehen und so weiter, zum Arzt, zur Ärztin. Und bei der 15-Minuten-Stadt ist das Ziel eben, weniger Raum überwinden zu müssen, um schneller ankommen zu können. Und ich glaube, eines der prominentesten Beispiele mit diesem Konzept ist Paris. Da hat ja Anne Hidalgo 2020 die Kommunalwahlen unter anderem eben auf der Basis dieser Mobilitätsthemen, die sie auch sehr stark mit Gesundheit verknüpft hat, das muss man auch dazu sagen, gewonnen unter anderem. Und da ist auch diese Idee, also der 15-Minuten-Stadt ist so zu einem Schlagwort geworden und zu einem sehr starken Leitbild. Und das, denke ich, ist auch eines der Stärken dieses Konzeptes, dass man eben sagen kann, man hat ein breitenwirksames und durchaus auch interdisziplinäres Leitbild, was, das muss man dann auch wiederum sagen, in verdichteten Räumen hauptsächlich dazu dienen kann, eben bestimmte Themen zu fokussieren und zusammenzubringen. Also nochmal ganz kurz, was ich sehr interessant fand. Ich weiß nicht, wer das weiß. Paris hat eine Einwohnerdichte, also die Stadt Paris, von 21.000 EinwohnerInnen pro Quadratkilometer. Das ist unglaublich hoch. Also Hamburg zum Beispiel hat 2.500. Und insofern ist das natürlich auch eine ganz andere Ausgangsbasis. Und das ist auch ein Aspekt, der mir wirklich sehr wichtig ist und den auch Heike Köckler eben schon erwähnt hat. Wir reden und sollten auch hauptsächlich vom Bestand reden. Es ist natürlich toll, wenn man Modellquartiere bauen kann, also nicht nur in Hamburg, aber auch in anderen Städten werden große neue Stadtquartiere entwickelt, geplant, zum Teil auch schon gebaut, zum Teil sind sie aber vielleicht auch erst in 10 oder 15 Jahren fertig. Und das ist toll, wenn die gut funktionieren und wenn die möglichst klimafreundlich sind, aber das Allermeiste, mit dem wir umgehen sollten und müssen, ist der Bestand. Und nicht nur wegen der langen Planungszeiten und der hohen Kosten, sondern auch, weil die meisten Städte eben in Deutschland schon fertig gebaut sind und weil auch aus Klimaschutzsicht natürlich der Neubau auch extrem ineffizient sein kann. Also selbst wenn er dann im Ziel klimaneutral und barrierefrei und alles Mögliche ist, man muss ihn ja erstmal dahinstellen und dafür braucht man natürlich graue Energie. Und das heißt also, insofern wäre es wichtig, sich um Umbau, Umnutzung und Umwidmung Gedanken zu machen. Und im Bereich der Mobilität geht es da natürlich dann auch sehr stark um die Flächennutzung in den Quartieren, den Straßenraum. Wie ist der Straßenraum aufgeteilt? Wenn man dann wirklich auf die Quartiersebene fokussiert, ist
selbstverständlich das Thema Parkraum und Parkraumnutzung ein ganz, ganz wichtiges, also gerade natürlich in den Städten und in den Innenstädten. Und die Frage der Flächengerechtigkeit, wie verteilen wir den öffentlichen Raum für die verschiedenen Nutzenden und wie schaffen wir es, dass dieses Gedachte und aber faktisch überhaupt nicht vorhandene Recht darauf, sein Privateigentum mehr oder weniger kostenfrei in den öffentlichen Raum zu stellen, dass das in Frage gestellt und umgedreht wird und im Prinzip wieder vom Kopf auf die Füße im wahrsten Sinne des Wortes, dass es das Recht auf den öffentlichen Raum den Menschen gehört und die Möglichkeiten, die sie dort haben sollten, um ihn eben zu nutzen. Und das durchaus auch unter dem Aspekt Gesundheit. Also wenn man den Umweltverbund betrachtet und natürlich auch das Thema Bewegung, das Thema 15-Minuten-Stadt, die ist das Ziel, dass die Menschen eben mehr zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sind, hat das natürlich auch ganz wichtige gesundheitliche Aspekte. Und im Endeffekt ist es genau das, was Heike Köckler eben auch schon gesagt hat, man sollte es den Menschen eben möglichst einfach machen, das in Anführungsstrichen Richtige zu tun, ohne da jetzt normativ quasi mit dem Augen- und Zeigefinger zu sagen, ihr müsst mehr zu Fuß laufen. Aber es ist eigentlich das Recht darauf, ohne Automobil sein zu können. Und das sollte dann aber auch für alle Menschen gelten. Und das ist ein Problem, was ich auch immer noch häufig sehe. Es gibt so bestimmte Blasen, in denen wir wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise auch mehr oder weniger alle drin sind. Aber es gibt eben nicht nur das Thema Barrierefreiheit für die Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten oder auch körperlichen Behinderungen, sondern es gibt natürlich auch andere Gruppen, die Erfahrungen im öffentlichen Raum machen. Ob das jetzt ein Sicherheitsthema ist, also objektive Sicherheit für Kinder zum Beispiel oder auch für ältere Menschen, aber natürlich auch subjektive Sicherheit und Diskriminierungserfahrungen und die Tatsache, dass manche Menschen, nicht nur Frauen, nicht gerne abends noch in irgendeinem leeren Bus durch die Gegend fahren oder noch schlimmer vielleicht einer S- oder U-Bahn, wo es auch keinen Kontakt zum Fahrpersonal gibt, weil sie dort Angst haben. Und das ist natürlich auch eine Mobilitätseinschränkung. Und wenn solche Menschen dann nicht die Möglichkeit haben, auf ein Auto umzusteigen, was wir auch eigentlich gar nicht wollen, dann ist das natürlich, führt das zu einer Mobilitätsarmut, die verhindert werden sollte. Und da ist natürlich das Quartier eine ganz wichtige Keimzelle in dem Sinne, dass die meisten Wege der Menschen in ihrer Wohnung, an ihrer Wohnung beginnen und enden und dann natürlich auch dieses Umfeld sehr starken Einfluss darauf hat, wie man dann mobil ist, wie man mobil sein möchte, wie man mobil sein kann. Und selbstverständlich sind dann auch die Angebote wichtig, gar keine Frage. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie schnell können wir das schaffen? Also wirklich zu schaffen, dass alle Alltagsbedarfe in den Quartieren, in dieser Zeitraum, also ob es nun die 15, die 10 oder die 20 Minuten statt ist, das kann man ja vielleicht auch ein bisschen anpassen, je nach Region, dass die wirklich erreichbar sind. Und ich glaube, das werden wir nicht in dem Zeitraum schaffen, der uns zur Verfügung steht, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Klimaschutz im Auge haben, womit ich mich dann auch immer sehr stark beschäftige. Und ich weiß nicht, wer von den Anwesenden noch BAP-Fan ist, aber als kleine Abwandlung einer Zeile aus einem Lied von BAP, 2030 sind mittlerweile nur noch 8 läppsche Jahr. Das ist nicht mehr lange für 65% CO2-Einsparung und was wir alles an Umstrukturierungen brauchen. Da muss man wirklich mit den Hebeln arbeiten, die am einfachsten, also ich sage jetzt mal rein umsetzungstechnisch, am einfachsten zu bewegen sind. Und da ist eben die Flächenumverteilung und da sind auch die sogenannten Push-Maßnahmen im Bereich Verkehr, also Kosten für den Parkraum, die Rücknahme von Parkraum, die Umverteilung hin zu anderen Verkehrsmitteln, ganz wichtiger Aspekt und natürlich auch hier wieder das Thema Corona, Begegnungen, Möglichkeiten, sich im öffentlichen Raum soziale Begegnungen zu schaffen. Das ist in vielen Quartieren eben auch nicht ausreichend gegeben gewesen und das hat auch natürlich mit der Verteilung der Flächen zu tun. Und insofern ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, auch im Thema Klima, auch Resilienz, also Schatten und das Thema Schwammstadt wissen wir ja mittlerweile aus leidvoller Erfahrung, dass das extrem wichtig ist und natürlich gerade auch in den Stadträumen mitgedacht werden muss. Und auch dafür brauchen wir einfach mehr Raum für Grün zum Beispiel und für permeable Flächen, die eben auch Wasser aufnehmen können in Starkregenereignissen. Das Thema Leistbarkeit kommt da auch nochmal mit rein. Das haben wir eben auch schon gehört, dass wirklich das Budget für Mobilität, das im Hartz-IV-Satz vorgesehen ist oder zumindest bis vor kurzem vorgesehen war, waren 35 Euro im Monat. Wenn man sich anguckt, wie viele Monatskarten und
auch die sogenannten Sozialtickets in manchen Verkehrsverbünden kosten, dann ist das ein Witz und führt eben nicht dazu, dass Mobilität gewährleistet werden kann. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, also zum Beispiel in Berlin gibt es das Berlin-Ticket, das kann man monatlich für 27 Euro erwerben und kann auch jeden Monat neu entscheiden, ob man das haben will und muss sich nicht auf ein Abo verpflichten, was für viele Haushalte ja überhaupt völlig utopisch ist, über ein Jahr hinweg sowas zu budgetieren. Und gleichzeitig wissen wir auch, dass natürlich die am schlechtesten gestellten Haushalte, finanziell am schlechtesten gestellten, auch am wenigsten Pkw besitzen. Und dass die Kosten für Pkw, so wie sie im Augenblick sind, es ist jetzt gerade vor kurzem eine neue Studie rausgekommen, ich glaube vor 3 oder 4 Tagen war sie in der Zeit auch rezipiert, Gößling, Kees und Littmann, die sich mal angeguckt haben, die externen Kosten durchschnittlich für einen Pkw-Besitz in Deutschland, die die Gesellschaft trägt, sind 5.000 Euro im Jahr. Das heißt, wenn man die internalisieren würde, dann können sich auch wirklich die meisten, die jetzt schon ein Auto haben, es nicht mehr leisten. Auch wieder ein Grund dafür, Mobilität ohne Pkw als wirklich als Recht zu formulieren. Und der Wunsch an die Landesebene ist auf der einen Seite in Richtung der Kommunen Förderinstrumente. Es gibt ja zum Beispiel das Mobil-NRW-Programm, wirklich aber dann auch so zu fokussieren, dass sie zum Beispiel im Bestand Projekte fördern, die eine Übertragbarkeit haben und die auch in das Umfeld wirken. Und einen ganz wichtigen Aspekt, und der ist auch in den, oder ein wichtiges Element davon, der auch in den Kommentaren zum Teil schon gekommen ist, sowas wie ein Quartiersmanagement oder Quartierschampions. Also im Bereich Verkehr reden wir immer von Mobilpunkten, die dann Quartiersgaragen für die Sharing-Autos, für die E-Mobilität, für die Paketannahme und die Fahrraddienstleistungen, die Reparaturservices und so weiter bündeln. Aber natürlich können da auch der Gesundheitskiosk und diverse andere Angebote mit drin sein. Und wenn sowas gefördert wird und wenn das dann auch mit öffentlichem Flächenmanagement und Liegenschaftsmanagement zusammengeht, dass das dann eben auch an Punkten ist, die entsprechend gut gelegen sind für die Leute. Das sind, glaube ich, wirklich Angebote, die helfen können, eine Quartiersmobilität und eine Nähe zu schaffen und gleichzeitig eben aber auch diese ergänzenden Mobilitätsangebote besser zu bündeln und zugänglicher zu machen. Und in die Richtung des Bundes natürlich, die entsprechenden Anpassungen in der Straßenverkehrsordnung, was Parkraummanagement betrifft, was Tempo 30 betrifft und die Fördertatbestände vom Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dass auch die Zuwege zum ÖPNV zum Beispiel förderfähig werden, was dann durchaus ja auch wieder in die Quartiere reinwirken kann. Und ansonsten mache ich da jetzt erstmal einen Punkt und bin gespannt auf die Diskussion. Ja, auch ganz herzlichen Dank. Und Sie haben das, die letzten 4, 5 Sätze der Zusammenfassung fand ich natürlich sehr spannend, weil Sie da im Prinzip, glaube ich, das könnte also ein Auftrag für ein Ministerium für mindestens eine Legislaturperiode sein, was Sie da in wenigen Worten, glaube ich, zusammengepackt haben. Und ich kann auch sagen, dass für meine Heimatstadt Essen beispielsweise auch südlich der A40, wie Frau Dr. Köppler es geschrieben hat, es allenfalls in einem einzigen Stadtteil funktioniert, was Sie gesagt haben, und in allen anderen eben nicht. Also diese Art Qualität von Quartier. Ich würde jetzt ganz kurz noch sagen, wir haben diese Woche einen Quartiersantrag im Landtag eingebracht, der, glaube ich, so viele Punkte von dem aufgreift, was Sie auch gesagt haben. Die will ich jetzt auch nicht wiederholen, nur einerseits einmal das Thema Finanzierung. Man muss auch dazu sagen, dass jetzt im Land Nordrhein-Westfalen das Thema Quartiersfinanzierung abgebaut wurde. Es ist fachlich auf verschiedene Ministerien aufgeteilt worden und letztlich ist es totgelaufen. Also es gibt keine wirkliche Verantwortlichkeit mehr. Also vorher war es im Bauministerium und jetzt ist es im Gesundheitsministerium. Das weiß das Gesundheitsministerium aber, glaube ich, gar nicht mehr. Und deswegen kümmert es sich nicht darum. Und zweiter Punkt, der mir jetzt auch natürlich aus sozialpolitischer Sicht ganz wichtig ist, was Sie auch zum Schluss nochmal angesprochen haben, ist noch das Quartiersmanagement und Menschen, die sich letztlich um die Thematik also auch kümmern. Also das auch zu förderfähig zu machen, das war ja auch das Besondere am Programm Soziale Stadt oder Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf, dass man nicht nur in Steine, sondern eben auch in Strukturen und Menschen investiert hat. Und da ist Nordrhein-Westfalen immer Vorreiter gewesen. Und deswegen möchte ich auf ein Instrument hinweisen, natürlich die stadtentwicklungspolitischen Möglichkeiten, die eine Stadt hat, über den Stadtrat, über Pflegekonferenzen, über viele andere Geschichten, aber eben auch das Thema verbindliche Pflegeplanung, weil das, glaube ich, auch deutlich macht, wo auch die Unterschiede auch politischer Natur sind. Also auch das ist sicherlich ein Hilfsinstrument, weil das der Versuch ist, dass die Stadt sozusagen das, was sie an Assistenzplanung, an Pflegeplanung, an Quartiersplanung hat, von dieser Logik abhängig machen kann, ob Sondereinrichtungen in einer Stadt überhaupt gebaut werden dürfen.
Das ist ein bisschen umstritten, ob das rechtlich zulässig ist. Bis jetzt hat es funktioniert in Nordrhein-Westfalen, wenn man es angewendet hat. Und das hat CDU und FDP am meisten in der Debatte auf den Plan letztlich gerufen, dass man doch nicht auf die Idee kommen kann, dass eine Stadt selber, also dass eine Gemeinschaft selber plant und nicht der Markt letztlich bestimmt, welche Facetten in so einer Stadt abgebildet werden. Und das habe ich deswegen hier nochmal gesagt, weil ich ausdrücklich alle unsere Kommunalpolitiker und alle, die da unterwegs sind, ermuntern möchte, ihre Möglichkeiten also auch in die Hand zu nehmen. Und natürlich fordern wir einen Altschuldenfonds, damit die Städte auch in der Lage sind, das finanzieren zu können. Aber ich fordere auch alle auf, die Mechanismen, die wir in der Stadtplanung auch haben, auch anzuwenden. Also man kann, wie Frau Dr. Köppler es auch gesagt hat, man kann ja mal eine Untersuchung machen, wie schädlich eine Straße ist, welchen Einfluss das auf das Umfeld hat, wie schädlich es ist, dass Kinder nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule gehen können. Dann wird man nämlich auch in den Abwägungsprozess dahin kommen, dass ganz andere Prioritäten gesetzt werden können. Jetzt habe ich im Chat, sagen wir mal so, drei Hinweise, glaube ich, gefunden, die man auch in die in Diskussion vielleicht so ein bisschen reinbringen kann. Und dann würde ich Johannes vielleicht auch bitten, vielleicht noch was dazu zu sagen. Also einmal das Thema, eigentlich wird beklagt, dass in Wuppertal eigentlich ein Prozess, das ist ja auch von Frau Dr. Gaffron und Frau Dr. Köckel auch beschrieben worden, im Prinzip sogar das Gegenteil passiert von dem, was wir uns wünschen, dass letzte Elemente des Quartiersmanagements sogar verloren gehen, weil die in Zeiten von Corona eben nicht mehr gefördert werden. Das ist ja auch unsere Erfahrung, dass selbst kleine Läden und auch Institutionen jetzt schlichtweg nicht mehr finanziert werden können. In vielen Stadtteilen gibt es nicht mal mehr sowas wie einen Einkaufsladen, wo man Lebensmittel oder täglichen Bedarf kaufen kann. Und eine Frage hätte ich in Richtung Xanten. Vielleicht könnten die Staaten, also Rolf-Peter Weichold hat das geschrieben, also in Xanten gab es auch gute Konzepte, aber die Fördergelder wurden letztlich, also niemand hat kontrolliert, ob das funktioniert. Und deswegen ist das Geld dann auch verloren gegangen. Also vielleicht wären das so die Punkte, die ich jetzt aus dem Chat da auch gefunden habe. Johannes, hättest du was jetzt zu ergänzen oder zu provozieren, damit wir in die Diskussion kommen? Ja, provozieren würde ich gerne, weil das, was wir bisher gehört haben, sind ja größtenteils Wunschzettel, die wir aufschreiben. Die Frage ist ja, wie man in einer Situation, wo die Kommunen als die handelnden Akteure kein Geld haben, um das, was auf den Wunschzetteln steht, auch zu erfüllen, in eine Transformationsagenda überführt. Und da, glaube ich, geht es um Prioritätensetzung und geht es auch um politische Prioritätensetzung. Wo fängt man an? Und die große Zeit der stadtentwicklungspolitischen Entwürfe ist eigentlich gut 20 Jahre her. Und wir haben 20 Jahre erlebt, summa summarum, jedenfalls in Nordrhein-Westfalen, dass wir mehr oder minder aufgrund der Förderstrukturen in Projekten Stadtentwicklung betrachten. Also immer wieder neue Projekte werden aufgelegt, die zwar punktuell zu Verbesserungen führen, aber keinen Gesamtentwurf für eine Stadt der Zukunft mehr auflegen. Wobei ich nicht sage, das ist die Stadt der Zukunft, sondern da gibt es verschiedene Entwürfe, je nach gewachsener Stadt. Und dann kommt ja auch noch das Problem dazu, dass die Zentralfunktion jedenfalls jenseits von Quartier, von Stadt, nämlich Handel um den Marktplatz herum, durch Digitalisierung und entsprechende Tendenzen ein Stück den Funktionsverlust von Stadt im Moment beschreibt. Deshalb bekommt das Quartier natürlich eine neue Bedeutung innerhalb einer Stadt, auch als Sozialraum der Stadt im Prinzip repräsentiert. Will sagen, ohne Geld geht nichts und wir müssen einfach auch konstatieren, dass Stadtentwicklungspolitik in den letzten 20 Jahren
auch ausgelagert worden ist aus dem demokratischen Spektrum. Und das ist eine These, die ich gerne auch, wenn es um Quartiersgestaltung dann nochmal zuspitzen möchte. Also Sparkassen mit ihrer Immobilienpolitik haben in den letzten Jahren Stadtentwicklungspolitik betrieben, kommunale Entwicklungsgesellschaften, Wohnungsbaugesellschaften, aber eben nicht das demokratische Gemeinwesen. Der Stadtrat hat über zentrale Fragen entschieden oder die Bürgergesellschaft, wenn man so will, und die Zivilgesellschaft schon gar nicht. Das heißt, in unseren Konzepten muss auch im Mittelpunkt stehen die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, und nicht nur die Beteiligung, sondern Sozialraumplanung, Quartiersplanung mit den Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten, in Bürgerräten, in Stadtteilversammlungen, in Planungsprozessen, wo Bürgerinnen und Bürger formulieren, was ihr soziales Umfeld denn beinhalten soll. Und da fehlt uns, glaube ich, noch ein gesamtstrategischer Ansatz. Es gab vor 20 Jahren mal sehr hoffnungsvoll gestartet, quasi die Ergänzung vom Plan in Steinen, auch die Planung im Sozialraum, also Sozialplanung und Stadtentwicklungsplanung zu vereinen. Gesundheitsplanung, Pflegeplanung kommt jetzt dazu. Also ich glaube, da braucht es auch nochmal einen neuen planerischen Ansatz. Aber das geht nur von unten, und das ist das, was wir, glaube ich, als Grüne zentral in die Diskussion einbringen müssen. Also entsprechende Finanzausstattung, um die Entscheidungen über Investitionen, über Flächen wieder in den demokratischen Raum zurückzuholen. Und das Zweite, ein stadtentwicklungspolitischer Ansatz, der sehr stark von demokratischen Gemeinwesen und der Zivilgesellschaft, der Bürgerschaft bestimmt wird. Gut, danke schön. Ich habe jetzt eine Wortmeldung und von Michael Spörke. Der vielleicht noch ganz kurz, der Antrag, das hat Diana Hein gefragt, ist jetzt im Chat auch vorhanden, genau, den ich jetzt erwähnt hatte, wo es um Landtagsantrag um das Thema Quartier ging. Ja, vielleicht Michael Spörke zuerst, und also sonst hätte ich Sie gefragt, und Frau Dr. Gaffron hat sich auch schon gemeldet, und dann vielleicht Michael, du zunächst. Ich fand das eben ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, da sind zwei Schlüsselpunkte wirklich nochmal angesprochen worden. Es ist eben wirklich so, wir können darüber reden, wie Quartier aussehen soll, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Wenn wir nicht in der Lage sind, dass es vor Ort in den Kommunen auch umgesetzt werden kann, auch finanziell, auch planerisch, dann wird das nichts. Und wir haben ja in NRW und auch nicht nur hier eine Situation, dass die Kommunen ja für viele ihrer Aufgaben jetzt schon nicht genügend Geld haben. Nicht umsonst rufen kommunale Vertreter so gut wie bei jedem Antrag, der im Landtag zu beschließen ist, Konnexität, wenn es irgendwie passt. Das ist ja nicht so, dass denen das Spaß machen würde, sondern es ist einfach so, das Geld ist nicht da. Und von daher, wir müssen da dran gehen, dass wir Bund, Land und Kommunen finanziell besser ausstatten. Deswegen nochmal mein Punkt von vorhin noch, den ich wirklich für wichtig halte. Wir müssen an die Gerechtigkeit ran. Wir müssen Vermögen so besteuern, dass Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Das andere ist aber natürlich auch, die Menschen müssen mitgenommen werden in dieser Planung ihrer Quartiere, weil, was hier auch schon mehrfach zu Recht gesagt worden ist, wir reden ja in erster Linie wirklich davon, dass Bestandsquartiere verändert werden müssen. Wir werden ja nicht in der Menge bauen. Auch wenn wir jetzt von fehlendem Wohnraum reden, reden wir eigentlich ja davon, dass wir Bestandswohnungen für die Zukunft fit machen müssen in erster Linie und nicht nur durch Neubau. Und da will ich auf eine Sache nochmal hinweisen. Es ist ja nicht so, dass es keine Ideen gäbe, wie man Menschen in Planungsprozesse einbeziehen könnte. Die gibt es zum Beispiel ja auch für das Thema Barrierefreiheit. Das könnte man aber auch ausweiten auf andere Themen, wo es ja das Konzept gibt der Aktionspläne. Also mit den Menschen gemeinsam Pläne zu erarbeiten, um eine Stadt sukzessive nach bestimmten Themen zu verändern, also den Bestand zu verändern.
Und das sind beides, glaube ich, ganz wichtige Punkte, um bei dem Thema auch wirklich voranzukommen, damit wir nicht nur reden, nicht nur drüber schreiben, sondern auch wirklich ins Handeln kommen. Und das müsste möglich sein in einem reichen Land wie Deutschland. Danke. Ja, vielen Dank. Ich nehme das mal als Aufforderung, dass die Grünen auch in der neuen Landesregierung sich um das Thema Finanzen sehr intensiv kümmern, weil da kann man auf vieles aufpassen, wie wir jetzt ja auch aktuell sehen auf Bundesebene. Man kann das ja diskutieren, wie man will, aber dass man Milliarden dafür ausgibt, dass man Standards, die man ohnehin im Baurecht hat, weiter fördern soll, habe ich nicht verstanden, um ehrlich zu sein. Also da fehlt möglicherweise Geld dann auch für andere wichtige Zwecke, aber das Finanzthema ist sicherlich ein zentrales. Ich möchte einen Chatbeitrag nur kurz vorlesen, weil das jetzt nur ein Diskussionsbeitrag ist, also keine Frage, dass also auch an den Fachhochschulen das Thema Gemeinwesenarbeit stärker gefördert werden sollte. Das liegt natürlich auch im Ermessen der Hochschulen selber, aber erstmal als Beitrag hier im Chat. Und dann würde ich jetzt Frau Dr. Gaffron bitten. Also ich meine, die Ausbildung der Fachleute, Fachpersonen ist natürlich wirklich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Genauso auch die Bezahlung, also die Frage, nach welchen Tarifen werden bestimmte Berufe auch natürlich dann in den Kommunen bezahlt, bestimmte Rollen, die dann auch bei der Stadtplanung, Quartiersentwicklung eine Rolle spielen. Aber und das Thema Finanzen spielt dann natürlich auch in die Verteilung der verschiedenen Töpfe, also nicht nur die Steuern, sondern auch, was investieren wir zum Beispiel in neue Infrastrukturen, die wir dann in der Zukunft teuer instand halten müssen. Also gerade im Verkehr gibt es diese Diskussion ja immer wieder. Und insofern ist das natürlich auch wichtig. Was mich jetzt eben dazu veranlasst hat, meine Hand nochmal zu heben, war auch nochmal das Thema Beteiligung. Denn auch wenn gleich sicherlich nicht nur im Bereich Mobilität und Verkehr, bin ich häufig auf öffentlichen Veranstaltungen, in denen es um Beteiligung und BürgerInnenbeteiligung geht. Und die sind seltenst repräsentativ für die Bevölkerung, die von den jeweiligen Maßnahmen oder Planungen betroffen ist. Und insofern denke ich, ist es wirklich wichtig, dass man dann auch es schafft, repräsentative Beteiligung zu organisieren. Also auf anderen Ebenen gibt es die BürgerInnenräte. Es gab den letztes Jahr zum Thema Klima, der war zivilgesellschaftlich organisiert mit Horst Köhler als Schirmherr. Es gibt jetzt dieses Jahr in Berlin auch aufgrund eines BürgerInnenbegehrens einen BürgerInnenrat zu demselben Thema Klimaschutz in Berlin. Und das sind natürlich relativ aufwendige Verfahren, die organisiert werden müssen. Aber ich glaube, das sind dann auch wirklich Ergebnisse, die auch eine entsprechende Legitimation haben, weil sie eben auch wirklich auf eine Art und Weise begleitet werden, die dazu führt, dass konstruktive Diskussionen auf Basis von fundierten Informationen geführt werden können und die dann auch im politischen Bereich durchaus von vornherein, denke ich, auch verankert sein sollten. Also nicht im Sinne von, wir machen das mal und schön, dass ihr mal dabei gewesen seid, sondern wirklich auch in gewisser Weise mit einer Selbstverpflichtung, das dann auch umzusetzen, also die Antworten auf die Fragestellung. Es gibt ein Beispiel, das hat nichts mit Quartiersentwicklung zu tun, aber zum Beispiel in Irland gab es ein solches Verfahren zum Thema Abtreibungsrecht. Und insofern sind das Mechanismen, wo man das Thema Beteiligung einfach nur mal ein bisschen weiterdenken muss, um damit noch mehr wirkliche Demokratie fördern und umsetzen zu können. Ja, absolut. Ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Kuppler. Ja, ich greife das gleich auf, weil es mein Leib- und Magenthema ist, nämlich die Verfahrensgerechtigkeit. Also wenn wir über umweltbezogene Ungerechtigkeiten sprechen, also die Situation, auf die ich gerade hingewiesen habe, dass Menschen, die beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt nicht freie Verfügbarkeit haben, weil es Diskriminierung einfach auf dem Wohnungsmarkt gibt, die erfahren auch Diskriminierung in Beteiligungsverfahren oder beteiligen sich gar nicht, weil sie eben, ich kann jetzt viele wissenschaftliche Begriffe hier loswerden, die spare ich mir, aber weil sie einfach eine schlechte Beteiligungserfahrung gemacht haben. Und deshalb kommen sie als Stimme in den Planungs- und Entscheidungsverfahren nicht vor, was ein Ergebnis dann mit sich bringt, dass es diese Verteilungsungerechtigkeiten gibt. Also ein ganz, ganz zentraler Punkt. Ich würde aber gerne Herrn Remmel mal zuwiderreden. Das war kein Wunschdenken, das ist Pflichtenheft. Also ich möchte wirklich noch mal auf gesetzliche Grundlagen hinweisen, die teilweise nicht umgesetzt werden und wo wir uns darum bemühen müssen, die umzusetzen. Wir haben natürlich die Pflicht, gesunde Städte zu planen. Und es geht auch darum, es gibt wunderbare Studien, die Sie, Herr Mustafizadeh, gerade gefordert haben. Ich weiß, wie krank Lärm macht. Das ist alles untersucht. Ich weiß, wie wichtig der bewegte Schulweg für die Kinder ist.
Also das ist alles bekannt und das bitte nicht nochmal in jeder Stadt nachweisen. Da gibt es Forschung, da kann man gerne auf Hochschulen zugehen und da, das macht ein Hamburger Kind genauso gesund, wenn es zu Fuß geht, wie ein Kind in Bochum. Also da haben wir nicht so einen wahnsinnigen Unterschied. Also und da können wir als Forschende auch gerne nochmal unseren Beitrag liefern. Aber das Handwerkszeug ist vor Ort umzusetzen, das ist ganz wichtig. Also Rolf Kappel hat gerade im Chat ja die Gemeinwesenarbeit angesprochen, der ist in Witten sehr aktiv. Und wie schaffe ich es, an einer stark befahrenen Straße für eine Grundschule möglich zu machen, dass wir dieses Elternbringchaos nicht noch auf die Spitze treiben, sondern Parkmöglichkeiten zu schaffen, dass Kinder zumindest einen Teil der Strecke zu Fuß gehen und die Eltern aber auch ein sicheres Gefühl haben, dass es macht. Da gibt es ganz tolle Beispiele, die einfach auch gemacht und umgesetzt werden mit Sozialräumakteuren. Also es ist Pflichtenheft und es ist nicht Wunschdenken, aber wir brauchen Leute in den Kommunen, in den Verwaltungen, aber auch in anderen Positionen, die ihr Handwerkszeug verstehen. Der öffentliche Gesundheitsdienst, über den gerade so viel geredet wird, weil er maximal faxen kann und nicht die IT-Infrastruktur hat, hat laut Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst das Recht, an Planungsverfahren beteiligt zu werden. Die gesetzliche Grundlage ist dafür Health in Our Policies. Aber wir haben teilweise nicht das entsprechend qualifizierte Personal. Deshalb bilden wir an der Hochschule für Gesundheit beispielsweise Menschen im Studiengang Gesundheit und Sozialraum aus. Die können ÖGD, die haben alle eine gesundheitlich-fachliche Ausbildung und die haben auch alle mindestens ein Modul kommunale Planung gemacht und haben also nicht zwingend die Ode auf den Paragraphen 1 des BauGB, aber so eine Logik von Planung verstanden, was nicht jeder im ÖGD kann. Also morgens eine zahnärztliche Untersuchung machen und nachmittags eine Stellungnahme zum Bebauungsplan, das könnte ich auch nicht. Also ich könnte die Zähne nicht untersuchen. Also das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir da auch eine gute Ausbildung haben und die Leute qualifizieren. Ja, was mich immer so ein bisschen ratlos lässt, ist das Dauerthema Kosten. Das ist alles nur Wunschdenken, es ist alles teuer. Und da kann ich nur noch den Punkt von Frau Gaffron noch mal ganz stark machen. Es geht um Internalisierung und Umleitung von Fehlgeldströmen. Also falsche Subventionierung, da gibt es ja schon ewig und immer wieder Untersuchungen und Studien zu. Auch im Gesundheitsbereich hat es ja immerhin einen deutlichen Wandel gegeben mit dem Präventionsgesetz. Das geht manchen nicht zu weit, aber aus dieser Erkenntnis, dass ich Prävention nicht nur über einen Rückenschulkurs machen kann oder nicht nur über eine Informationskampagne, sondern Prävention im Wohnumfeld stattfinden muss, gibt es mittlerweile das Setting Kommune und die Krankenkassen müssen Geld in den Sozialraum, in die Kommune geben. Das ist an sich, sowas sind kleine Systemrevolutionen. Man kann mit dem Präventionsgesetz auch immer noch weiterarbeiten. Es ist noch nicht da, wo es sein kann. Aber es passiert was. Und dadurch werden solche Projekte finanziert, wie das, was wir in Wattenscheid haben. Fit in Watt, da gibt die Krankenkasse Geld in den Sozialraum. Und die werden das Geld noch nicht in dem Ausmaß los, wie sie es loswerden müssen, weil es für Krankenkassen auch auf einmal ein total neuer Acker und ein ganz, ganz neues Feld ist. Und last but not least, das, was wir unseren Studierenden an der Hochschule für Gesundheit immer beibringen, und nicht nur wir, das machen andere auch, ist der Blick in all die Quartiere aus einer Ressourcenperspektive. Es ist unendlich viel da in diesen Quartieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Quartiere benenne, die nördlich der A40 sind, wo eben nur 9 von 10 Kindern nicht zum Gymnasium gehen, das sind ja mit minder Orte, wie manche Leute sie dann auch negativ bezeichnen als Hotspot-Areas, No-Go-Areas oder ähnliches, sondern das sind die Arrival-Cities von NRW, die eine wahnsinnige Integrationskraft haben, die ein wahnsinniges Potenzial, Menschen mit einer sehr, sehr großen Erfahrung haben, die auch als Ressource gesehen werden müssen, in die Gesellschaft integriert werden sollten. Und es geht nicht nur, es geht natürlich auch, aber es geht nicht nur um Geld und es geht um den Aufbau wesentlicher Strukturveränderungen und nachhaltiger Strukturen, die diese Funktionsweisen auch ermöglichen. Die Zeit rennt ein bisschen davon, aber es gibt dafür Beispiele, dass das auch gehen kann und dass man da nicht nur am Tropf der kurzweiligen Projekte. Den Aspekt würde ich gerne schon nochmal aufgreifen, weil Diana Hein auch nochmal richtig schreibt, dass zum Thema sozialräumliche Verteilung von Covid-19 es auch Auswertungen in Köln-Düsseldorf gibt. Wir haben das auch im Begleitgremium Pandemie, haben wir solche Studien auch. Habe ich mich mindestens unglücklich oder falsch ausgedrückt. Also es ging mir nicht darum, neue Studien zu machen, sondern das, was da ist. Also wir wissen in Essen ganz genau, wo die Kinder wohnen, welche also mindestens durch die Schuleingangsuntersuchungen, durch viele andere Erhebungen wissen wir sehr genau, wer wo welche Defizite hat oder von Umweltbelastung betroffen sind. Aber es findet keinen Einfluss in die,
in die Überlegungen der Stadt. Das ist ja das Problem, das haben Sie ja sehr ausführlich jetzt beschrieben. Das ist halt der Punkt, und da geht es nicht um, also da geht es erstmal nicht um Geld, sondern wie sieht die Planung aus? Also in Altnessen, also einen Stadtteil, der definitiv deutlich nördlich der A40 liegt, der ist vor 20 Jahren komplett umgekrempelt worden, da ist viel Geld auch reingesteckt worden, aber es sind halt große Straßen gebaut worden und separierende Quartiere, also abgeschottete Quartiere, und da ist jetzt gerade ein Krankenhaus geschlossen worden und die letzten Läden schließen dort, weil man eben diese Entwicklung nicht gemacht hat. Man hätte es auch anders machen können mit dem gleichen Geld. Also insofern finde ich das einen ganz zentralen Aspekt, der jetzt eben nochmal von Frau Dr. Gaffron und Frau Köppler angesprochen wurde. Wir haben Mechanismen, wo wir uns einmischen können. Aber Frau Dr. Gaffron ist auch dran und dann der Johannes. Ja, mir geht es jetzt noch mal ganz kurz um das Thema Förderung und Förderprogramme. Also auf der einen Seite, natürlich hatten wir eben auch schon die Betonung, es geht darum, auch langfristige Strukturen zu schaffen und nicht so kleine Leuchtturmprojekte, die dann entweder Leuchtturme sind oder dann auch ganz schnell wieder erlöschen. Aber es geht auch darum, die Förderprogramme, die durchaus auch inhaltlich sinnvoll sind, dann auch so zu gestalten, dass sie umsetzbar sind, dass sie niedrigschwellig sind, dass man nicht vielleicht gerade in den kleineren Kommunen allzu viel Personal, Zeit darauf verwenden muss, um überhaupt mal einen Förderantrag zu stellen und den dann hinterher auch irgendwann umzusetzen. Und gleichzeitig, dass dann natürlich auch zum Beispiel sowas wie Personalkosten mit förderfähig werden, um sowas zu ermöglichen. Und dass solche Dinge auch bis zu Ende gedacht werden. Also ich kenne mehrere Beispiele, wo Förderungen gewährt worden sind, zum Beispiel Schaffung von Fahrradparken. Das war jetzt gerade im Chat ein Thema. Und dann hat es durch Bauverzögerungen dazu geführt, dass dann eine Jahresgrenze überschritten wurde. Und dann mussten die Fördergelder zurückgezahlt werden, weil sie halt innerhalb von 2000 X hätten ausgegeben werden müssen. Und sowas ist natürlich totaler Wahnsinn. Also und das sind natürlich auch wiederum Schritte, die gemacht werden können, ohne dass man wirklich unbedingt zusätzliche Mittel braucht, dass man nochmal guckt, an welchen Stellen gibt es Programme, die man einfach strukturell nochmal verbessern und anpassen könnte. Vielen Dank, Johannes. Ja, vielleicht bin ich falsch verstanden worden mit meiner Provokation. Ich meinte nicht, die unterschiedlichen Forderungen, die gestellt worden sind, zu diskreditieren mit dem Begriff Wunschzettel. Mir geht es eher darum, die Ebenen zu adressieren und zu fragen, wie die eine Ebene auf die andere wirkt oder wie wir tatsächlich auch zu flächendeckender Umsetzung kommen. Und da haben wir es jetzt zumindest in Nordrhein-Westfalen mit einer Tradition zu tun, dass hier die Selbstverwaltung der Kommunen eine besondere Bedeutung hat. Das ist in anderen Bundesländern wie in Bayern beispielsweise sehr viel anders. Da gibt es sehr viel stärker auch gerade in der Stadtentwicklung die Einflussnahme, in der Raum- und Stadtentwicklung die Einflussnahme des Landes, und das ist da auch gesettelt oder wird akzeptiert, weil das sowieso in weiten Teilen in der Hand der Staatspartei ist. Aber hier in Nordrhein-Westfalen haben wir eine sehr starke kommunale Identität, die sagt, wir bestimmen über uns selber, und wenn wir Vorgaben vom Land oder den goldenen Zügel vom Land haben, dann heißt das noch nicht, dass wir das auch vor Ort so umsetzen. Also das kann man natürlich mit Förderpolitik lösen, aber ich glaube nicht vollständig, sondern wir brauchen eine Roadmap, um die Fragen der Transformation, der Umgestaltung der Quartiere und der Stadt, und es ist die zentrale investive Aufgabe meines Erachtens der nächsten 20 Jahre, vor allem unter der Überschrift Klimaschutz, Digitalisierung, sozialer Stadtumbau, insbesondere was die Frage Wohnen angeht, wie das in der Breite auch ausgerollt werden kann. Und da glaube ich schon, dass es notwendig ist, auch bestimmte Prioritäten zu benennen. Ich bin da selber nicht entschieden und würde jetzt auch nicht sagen 1, 2, 3, aber das fände ich gut, in der Diskussion zu fokussieren, wenn da der Weg beschrieben werden könnte. Was kommt zuerst, was muss zuerst kommen, und wie kann man ein flächendeckendes Ausrollen dieser Investitionsnotwendigkeit in
ein neues System statt, was im Bestehenden entstehen muss. Das ist ja, glaube ich, die Königsaufgabe. Klimaschutz bei Gebäuden, in der Mobilität, beim Wohnen, bei der Frage der Stromerzeugung, bei der Frage, wie Wohnen für alle gestaltet werden kann, das im bestehenden System statt auch in Umsetzung zu bringen. Und da ist mir noch nicht ganz klar, was kommt zuerst und was kommt als zweites und welche Steuerungselemente hier die größte Wirkung sehr schnell entfalten, weil wir haben nicht unendlich viel Zeit, das zu tun. Naja, aber da möchte ich dann schon noch mal reingehen, weil wir haben jetzt schon eine etwas andere Situation als noch vor wenigen Jahren. Also erstens ist die finanzielle Situation der Kernhaushalte deutlich besser als vorher, auch wenn das jetzt überraschend klingt mal bei Corona. Und es gibt zwei andere Faktoren, Frau Dr. Köppel hatte das ja eben auch schon gesagt. Es gibt dieses Programm Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Da fließen Milliarden in die Städte rein. Da sind sehr, sehr viele Personen eingestellt worden, die sich um diese Thematik kümmern können. Und ich sage mal so, wir haben landesseitig oftmals eine Objektförderung, also für Umbau von Häusern, für andere Geschichten. Und die Aufgabe der Kommune wäre es, fachlich zu überlegen und zu gestalten. Und das wäre auch möglicherweise eine Umgestaltung der Förderlogik oder eine Teilförderlogik des Landes, zu sagen, ja, wir wollen die klimatische Transformation, also Häuser klimaneutraler zu machen oder auch Gebiete, auch anderweitig zu diskutieren. Also ich meine, der Umstieg der Mobilität, also in Essen hat man sich vorgenommen, von 70% Autoverkehr auf 25% in den nächsten 15 Jahren runterzukommen und diese Verkehrsarten auf den Fußverkehr, auf den Radverkehr umzusteuern. Da muss man ja mal einen Plan vorlegen, wie das gehen soll. Und dann muss man auch eine Logik vorlegen, wie das gehen soll. Und das sind genau Ansätze, wo ich meine, dass man die klug miteinander verbinden kann. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass die Kommune so viele Kompetenzen hat. Denn das ist ja jetzt in allen Beiträgen auch rausgekommen, wenn die Menschen vor Ort das nicht mitgestalten, also wenn wir die alle als Gegner haben, wenn wir denen den Parkplatz wegnehmen, dann passiert nämlich das, was Frau Dr. Gaffron geschildert hat. Dann wird in der Bürgerveranstaltung, werden die vier Leute ganz laut sein, die denen ein Parkplatz verloren gegangen ist und nicht diejenigen, die vielleicht einen Radweg gewinnen oder eben deren Kinder vielleicht Spielflächen gewinnen. Und das ist schon auch die Kunst, die in den Städten stattfinden muss. Aber es ist nicht so, dass es nicht ginge. Also die Möglichkeiten bestehen. Und die Förderpolitik des Landes kann auch so ausgestaltet werden, dass das durchaus auch bevorzugt wird. Also da sehe ich gar nicht so doll schwarz. Also sehe ich deutlich mehr Ansatzpunkte für eine andere Politik als bisher. Es wird nur immer wieder bestritten. Also Michael Spörk und ich haben ja heiß diskutiert, in die gleiche Richtung, aber leider erfolglos bei der Landesbauordnung. Da wurde behauptet, wir wissen gar nicht, wie viele Menschen mit Behinderung es gibt und das müssen wir alles erst erheben und rausfinden und deswegen brauchen wir auch keine Quartiere bauen, die inklusiv oder Wohnungen bauen, die inklusiv werden. Die kauft eh keiner, war immer die Mehrheitsmeinung. Deswegen ist die Bauordnung so geworden, wie sie jetzt ist. Ich hoffe, Michael, ich habe jetzt nicht deinen Punkt vorweggenommen. Hast du nicht, aber du hast recht mit dem, was du sagst. Ich wollte noch mal sagen, ich bin der festen Überzeugung, auch ganz persönlich, dass das Thema Klimawandel uns einfach auch vieles vorgeben wird, was zuerst dran sein muss. Wir haben ja gar keine andere Wahl, als Bestandswohnungen auch klimagerecht umzubauen, um den ÖPNV umzubauen. Wenn wir das nicht tun, dann ist das ja Sprengstoff für die ganze Gesellschaft. Weil was wäre denn der andere Weg? Der andere Weg wäre, dass nur noch diejenigen bestehen könnten, die sich aus eigenen Mitteln entsprechende Maßnahmen leisten können, um dann in einer Umwelt leben zu können, wie wir sie in Zukunft dann kriegen würden, wenn wir nicht klimaneutral leben könnten. Das wäre ja eine Gesellschaft, die im höchsten Maße noch ungerechter wäre als die wir jetzt haben. Von daher, es muss ja zwingend so sein, wenn wir als Gesellschaft Zusammenhalt weiterhin haben wollen, dass wir diese Dinge angehen, wie Bestandswohnungen zu modernisieren, auf einem Weg, dass man sich nachher noch leisten kann in der Miete, dass wir den ÖPNV für alle schaffen. Wir haben ihn ja nicht, wir haben ihn ja nur in den Ballungsräumen.
wer auf dem Land lebt und kein Auto hat, der ist ja verloren. Das muss sich aber ändern. Und das müssen wir ja tun, weil ansonsten wird die Kluft zwischen den Menschen ja noch viel, viel größer. Insofern ist die Frage, was kommt zuerst, für mich eigentlich relativ klar. Das sind Dinge, die wir tun müssen. Wir haben da, glaube ich, keine große Wahl, wenn wir als Gesellschaft zukunftsfähig sein wollen. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich noch einen Beitrag von Frau Dr. Köckler und dann würde ich auch auf die Zielgerade kommen wollen, weil wir jetzt so 4 Minuten vor 9 haben und ich gerne noch jedem eine Abschlussfrage stellen würde. Bitte schön. Ganz kurz, ich würde mich der Herrn Spörker einfach vollumfänglich anschließen. Ich würde die Klimafrage, die Klimaschutz, aber leider dann ja auch die Klimaanpassungsfrage auch nach ganz oben setzen und da sehr, sehr viele Synergien sehen. Ich habe das versucht zu sagen, wenn wir die Mobilitätswende angehen, dann ist es natürlich ein Beitrag zum Klimaschutz, es ist ein Beitrag zur Verbesserung der Luft- und Lärmsituation und es ist eine Gewinnung von Raum, das hat Frau Gaffron gesagt. Also wenn wir Verkehr wirklich anders gestalten, und da gibt es schöne Beispiele aus Städten, haben wir auf einmal auch andere und mehr Flächen in den Städten. Und dass es in den Städten natürlich andere Antworten braucht als auf dem Land, ist auch klar. Aber auch dafür gibt es ja flexible Mobilitätskonzepte, die die Menschen auf dem Land sozusagen nicht zurücklassen. Also das finde ich auch keine schwierige Frage. Und die Digitalisierung ist ganz wichtig, das ist überhaupt keine Frage. Wir brauchen auch eine gute digitale Infrastruktur, aber sie ist Mittel zum Zweck. Und sie braucht auch ganz bestimmte Anforderungen, in denen sie passiert. Sie kann Dinge sehr gut unterstützen, was wir sehen, aber sie wäre für mich kein so übergeordnetes Ziel wie zum Beispiel der Klima. Vielen Dank. Genau. Kleine Anekdote, im neuen Krankenhausplan Nordrhein-Westfalen spielen die Themen Klimaanpassung und Barrierefreiheit keine Rolle bei der Frage der Investitionsförderung. Gut, ich würde gerne alle 4 fragen wollen. Wir haben ja jetzt demnächst Landtagswahlen und wir Grüne hoffen, dass sich da auch einiges fulminant auch verändert in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen würde ich allen die Frage stellen wollen, wenn Sie Ministerpräsidentin wären oder Ministerpräsident, was würden Sie als erstes tun, um die Quartiersentwicklung oder auch überhaupt das politische Feld nach vorne zu bringen? Und wir gehen mal davon aus, dass ein Ministerpräsident Richtlinienkompetenz hat. Ich würde gerne anfangen mit Johannes, weil der Johannes das nämlich nicht mehr verantworten muss und mir jetzt sozusagen seine Wünsche auch vor den Fuß geben kann. Nein, aber ich werde für dieses Thema so lange streiten, wie ich kann, cetera censeo. Und insofern bin ich etwas versöhnt mit den letzten Wortbeiträgen. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden das mit dem Klimaschutz kommunal und damit insgesamt in der Bilanz nur schaffen, wenn der Klimaschutz und die Klimaanpassung kommunale Pflichtaufgabe werden und Teil der Daseinsvorsorge. Weil das ist meine Grunderfahrung. Vielleicht schildere ich sie noch mal in einem kurzen Beispiel. Ich habe in der Kommunalpolitik angefangen. Da wurde über die Versauerung von Nord- und Ostsee diskutiert. Und damals hat Klaus Töpfer die bis heute einzig funktionierende Umweltabgabe eingeführt. Und die Umweltabgabe wird so erhoben, dass das, was an Dreck aus den kommunalen Kläranlagen in die Flüsse gegeben wird, gemessen wird und danach wird eine Abgabe bemessen. Und das war der Startpunkt damals bei uns in der Kommune für den CDU-Kämmerer, der damals mit Umwelt überhaupt nichts am Hut hatte, in neue Klärtechnik und Kläranlagen zu investieren. Und das war dann eben die Pflichtaufgabe, für sauberes Wasser zu sorgen. Und sowas, glaube ich, ist notwendig. Natürlich mit dem notwendigen Kleingeld, was Land und Bund zur Verfügung stellen müssen für kommunale Investitionen in den Klimaschutz. Ich sage allerdings auch dabei, das Hauptproblem wird in der Zukunft nicht die notwendige Finanzierung sein. Das Geld wird irgendwo herkommen. Und wenn es Herr Habeck besorgt, also die sogenannten Habeck-Milliarden, die demnächst über die Kommunen regnen, aber die müssen auch beplant und umgesetzt werden. Ich habe das mal ausgerechnet, 50 Milliarden verteilt auf Nordrhein-Westfalen.
Wir kriegen ungefähr 10 dann davon ab. So ist meine Rechnung. Königsteiner Schlüssel heißt für jeden Kreis und kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen pro Jahr 200 Millionen, die verbaut und verplant werden müssen. Das ist teilweise mehr als der jeweilige kommunale Haushalt. Ich glaube, dass da ein Schlüsselloch liegt oder eine Engstelle. Wer soll das beplanen und verbauen? Und die beiden Punkte, also Klimaschutz als Pflichtaufgabe und ausreichend Personal jetzt rekrutieren, um das Geld und die Investitionen dann auch umsetzen zu können. Vielen Dank. Die anderen würde ich jetzt bitten, einfach nur die Forderung in den Raum zu stellen, gar nicht mehr zu. Oh, sorry, ich war zu lang. Das tut mir leid. Kein Problem. Du hast natürlich auch das Recht, einen Fazit zu machen, aber die anderen würde ich bitten, einfach nur die Forderung in den Raum zu stellen und an Martin Richtli, diesen Vorschlag in die Wohnprojekte zu kommen, würde ich auf jeden Fall gerne aufnehmen. Das wäre eine Bitte an Michelle, das zu notieren und dann vielleicht von mir aus anfangen, Frau Dr. Gaffron, wenn Sie Ministerpräsidentin wären, was würden Sie als erstes tun? Ich würde das Recht auf Mobilität ohne eigenes Auto für alle in der Landesverfassung verankern und mit entsprechenden Programmen unterlegen. Und in Klammer auf, und ohne eigenes Smartphone, Klammer zu. Das ist so ein bisschen anschließend an, was Heike Köckler zum Thema Digitalisierung gesagt hat. Das ist wichtig, aber es muss auch ohne gehen. Dankeschön. Also Sie haben gleich die Latte noch höher, direkt in die Verfassung. Also 2/3 mehr brauchen wir, aber Frau Dr. Köckler. Ja, ich glaube, ich würde ein ordentliches Wohnungsbau- und Entwicklungsprogramm im Bestand aufsetzen. Ich würde zusehen, dass dem Leerstand und der Spekulation entgegengewirkt wird und würde mich deshalb mit einem intensiven Wohnungsbauprogramm beschäftigen, mit all den Komponenten, die ich gerade benannt hatte. Und da vorsehen, dass, wenn Bodenwertgewinne sind, wir von anderen Ländern lernen, Bodenwerttreppe abschöpfen oder, wie Kanada das macht, aus Bodenwertgewinnen Community Health Center finanzieren. Michael. Ich würde dafür sorgen, dass in der Regierungszeit, in allen Ressorts der Landesregierung, die Möglichkeiten des Landes, die man hat zur Planung und zur Umsetzung von Planung, von Maßnahmen auch genutzt werden und der Verschiebebahnhof auf der Verantwortung auf kommunaler Ebene oder auf den Markt aufhören, ob man wirklich auch gestaltet als Land und diese Chance nutzt und natürlich auch dafür sorgt, dass eben auch dann die Kommunen ihre Möglichkeiten ausnutzen können. Das ist wieder beim Geld, aber ganz entscheidend finde ich, das Land hat viele Möglichkeiten. Es muss es nur auch wirklich in allen Bereichen nutzen. Da haben wir viele, viele Lücken. Ganz herzlichen Dank. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben. Ich möchte aber noch die Gelegenheit nutzen, mich einmal auch bei unseren Mitarbeiterinnen zu bedanken. Das ist nämlich die Rebecca Joost und die Michelle Eichhorn. Und die Conny Schröder, die leider heute krank ist, aber bei allen dreien ganz herzlich bedanken, die das vorbereitet haben. Ich finde, wir haben ganz tolle Referentinnen gehabt, die sind auch auf deren Vorschlag nämlich geholt worden. Ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Köckler, an Frau Dr. Gaffron und an Herrn Dr. Spörke, die uns zur Verfügung gestanden haben. Und ich bilde mir ein, das Fazit ziehen zu dürfen, die wirklich sektorübergreifend aus den verschiedenen Blickrichtungen gezeigt haben, dass man eine ganze Menge gestalten kann, wenn wir denn das denn auch wollen. Und vielen Dank für Ihren Input. Ich wünsche jetzt einen schönen Abend und nochmal auf die anderen sozialpolitischen. Und ansonsten, ja, schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.